Das LYNXKF 41, Kettenfahrzeug 41, ist ein Kettenpanzer der nächsten Generation, der von Rheinmetall Defense für globale Verteidigungskunden entwickelt wurde. Es ist die größere Variante der LYNX-Kampffahrzeugfamilie, zu der auch das LYNXKF 31-Fahrzeug gehört. Das Kampffahrzeug ist mit aktiven, passiven und reaktiven Systemen ausgestattet, um Schutz gegen raketengetriebene Granaten und Panzerabwehrlenkflugkörper, ATGM, zu bieten. Der LYNXKF 41 kann als Schützenpanzer, IFV, Führungs- und Kontrollfahrzeug, Schützenpanzer, APC, Krankenwagen, gepanzertes Aufklärungsfahrzeug, Sanitätsplattform sowie Reparatur- und Bergungsfahrzeug konfiguriert werden. Die KF-41-Variante wurde auf der Eurosatory Defense Exhibition im Juni 2018 vorgestellt. Es wurde dem australischen Land 400 Phase 3-Programm, der tschechischen Armee und der US-Armee angeboten. Das ungarische Verteidigungsministerium bestellte 218 LYNX-KF-41-IFVS im Rahmen eines im September 2020 unterzeichneten Verteidigungsvertrags im Wert von 2,43 Milliarden US-Dollar, 2 Milliarden Euro. Das Kampffahrzeug LYNX-KF-41 basiert auf einer modularen offenen Systemarchitektur, die durch die Integration neuer Missionssysteme eine Konfiguration in verschiedene Rollen ermöglicht. Es kann innerhalb von 8 Stunden von einer Mission zur nächsten konfiguriert werden. Die KF-41-Variante bietet erhebliche Einsparungen und Vorteile bei den Lebenszykluskosten, da sie ein gemeinsames Antriebsmodul des LYNX-Basisfahrzeugs verwendet. Das Fahrzeug kann 3 Besatzungsmitglieder und bis zu 8 Soldaten befördern. Es ist größer als die Basisversion und wiegt ungefähr 44 Tonnen, wenn es für berittene Kampfeinsätze konfiguriert ist. Das Schützenpanzer LYNX-KF-41 ist mit dem Lenz 2.0-Turm der nächsten Generation ausgerüstet, der eine verbesserte Überlebensfähigkeit kritischer Subsysteme gegen kinetische und Fragmentierungsbedrohungen im Nahkampf bietet. Der Turm ist in die neue elektrisch angetriebene Kanone Wotan 35 integriert, die für das Abfeuern der 35x228mm Munitionsfamilie von Rheinmetall ausgelegt ist. Es ist außerdem mit 2 flexiblen Missionspads auf beiden Seiten ausgestattet, um die Installation einer Vielzahl von Subsystemen zu ermöglichen. Zu den Missionsgondeloptionen gehören 2 Rafael Spike LR-2 Panzerabwehrlenkflugkörper, ATGM, Munition ohne Sichtverbindung, ein elektronisches Kampfführungspaket oder ein unbemanntes Luftfahrzeug. Der Hauptsensor Sleeved Armament, MSSA, die Sekundärbewaffnung für den LYNX-KF-41 OFF, bietet eine 360-Grad-Sicht für die Fahrzeugbesatzung. Der Schützenpanzer ist mit dem Active Defense System, ADES, mit Multitrefferfähigkeit für Rundumschutz und dem Rheinmetall Rapid Obscuring System, ROSI, zum Schutz vor unerwarteten Angriffen ausgestattet. Es verfügt auch über ballistische und Minenschutzfunktionen. Das stabilisierte elektrooptische Zielsystem, ZEISS, und die Feuerleiteinheit ermöglichen die Zielidentifikation für Richtschütze und Kommandant über eine digitale TV-Kamera, ein SAFIR-registriertes Warnzeichen, Wärmebildgerät und einen Laserrangerfinder. Die akustischen Schützenlokalisierungssysteme, ASLS, an Bord des Fahrzeugs können den Standort feindlicher Schützen erkennen, lokalisieren und anzeigen. Der LYNX-KF-41-IV wird von einem 1,140 PS starken Liebherr-Motor angetrieben, der an das automatische Sechsganggetriebe Renk HSWL 256 gekoppelt ist. Er hat ein Leistungsgewicht von 26 PS/t. Das Kampffahrzeug verwendet ein fortschrittliches militärisches Federungssystem, das von Supersvok, einem australischen Hersteller von Automobilkomponenten und Teilen, entwickelt wurde. Sein Dämpfersystem ist so konzipiert, dass es extremen Kräften standhält, und die Anschlagpuffer sind so konstruiert, dass sie starke Stöße reduzieren. Das Antriebssystem bietet eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h und eine Reichweite von 500 km. Das Fahrzeug kann Steigungen bis zu plus 60% und Seitenneigungen bis zu plus 30% überwinden. Die Grabenüberquerungsfähigkeit des Fahrzeugs beträgt 2,5 m. Die vertikale Trittmöglichkeit bis zu 1 m und die Wartiefe 1,5 m.
Wenn Sie über solche Inhalte informiert werden möchten, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke einzuschalten.